Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyrim. Hier vor uns liegt jetzt in Folge 109 der zweite besiegte Drache von uns. Den hat Alex in der letzten Folge schon um die Ecke gebracht. Das heißt, Johann hat schon einen gekillt, Alex hat schon einen gekillt und wer fehlt dann noch? Timo natürlich, also ich muss mal mich ein bisschen sputen. Vielleicht sehe ich in dieser Folge auch noch einen Drachen, aber wir gucken jetzt erstmal, was der so dabei hat. Ziemlich schweres Zeug. Wow. Der ist ja ganz schön reich. Ein Eisenpfeil, den du in ihn geschossen hast. Lass die Finger davon. Thekla? Ich kenne jemanden, der heißt auch Thekla. Thekla, wer bist du denn? Aha. Irgendwas hast du zu tun mit Dengirs Halle. Aber eigentlich waren wir natürlich unterwegs zu etwas ganz anderem, nämlich... Jetzt liegt hier einfach so ein toter Drache auf dem Dorfplatz. Das sieht so gut aus. Können wir jetzt Tane von Falkenring werden? Ja, stimmt. Eigentlich ja, ne? Ne, eigentlich ja. Soll ich mal fragen gehen? Nee, gehen wir unseren Auftrag weiter. Ja, okay. Ich guck nochmal ganz kurz, was unser Auftrag war. Wir wollten machen die Rückkehr der Finsternis. Da bringen wir den Skelettschlüssel von Nocturnal in das Dämmergrab zurück. Allerdings müssen wir, glaube ich, über einen Pilgerpfad laufen, um Nocturnal freundlich zu stimmen oder so. Und das müssen wir alleine tun, die anderen wollen alle nicht mitkommen, also Brynjolf und Kalia. Das heißt, wir haben diesmal sehr viel bessere Chancen, damit klarzukommen mit diesem Quest als sonst. Welche Richtung muss ich da? Wir könnten selbstverständlich Lydia mitnehmen. Allerdings haben wir die noch nicht kennengelernt. Nee, Lydia hat sich uns noch nicht vorgestellt. Wer ist denn Lydia? Ja, Lydia ist unsere Knechtin. Der Jarl von Weißlauf hat uns ja in der letzten Folge zum Tane ernannt. Zum Tane von Weißlauf und hat uns dann eine Knechtin übergeben. Das ist die Lydia, die wahrscheinlich gerade in Briesenheim sitzt und sich an unserer wunderbar exzellenten Inneneinrichtung erfreut. Falls du dich gerade wunderst, dass du keine Waffen ziehst, ja, musst noch R drücken. Ja. Aha, da fehlt aber was. Ich wollte nur mal testen, ob das so funktioniert. Also gehen wir wieder ins Inventar oder in die Favoriten. Mal gucken, was wir hier so haben. Ah, Streckhalben 500 Mal, okay. Wo ist denn der Elfen? Da. Eins. Habe ich gedrückt, aber sie ist nicht gekommen, die Elfenkriegsatz. Ah, dann musst du nochmal drücken. So richtig. Du hast sie wahrscheinlich... ausgerüstet und dann abgerüstet wieder mit der 1. Wenn du jetzt nochmal 1 drückst, legst du sie wieder ab. Ja, und jetzt nochmal 1, dann rüstest du sie wieder aus. Oh ja. Gut. Ah ja. Perfekt. Gut, wir müssen jetzt hier rüber. Irgendwo da ist auch noch eine blaue Markierung. Alex, hast du die gesetzt? Die habe ich gesetzt, ja. Ich weiß gar nicht so genau warum. Kannst du ja wegmachen. Ja, macht ja nix. Wir folgen mal der weißen Markierung, da ist auch der Pilgerpfad schon angegeben. Ich glaube, das ist der Pilgerpfad, ne? Das Dämmergrab ist es auf jeden Fall nicht. Ja, beim Dämmergrab waren wir ja eigentlich schon mal. Ja. Da sind wir ja auferstanden von den Betäubten. Dank Kalia. Was ist das denn? Wir sind bestimmt wieder irgendwelche... Die sind doch mit Sicherheit feindlich gesonnen. Gesinnt. Ha, Festung. Hochzahn. So, zum Glück sind wir jetzt super leise. Ich höre da schon was. Die singen. Ist das cool. Soll ich die jetzt abschießen? Nein. Niemals das Feuer eröffnen. Weg. Ja, gut. Zwei Dreien. Was hat er sich dabei nur gedacht? Dame Teufel konnte nicht sehen, wie ich das Ass aus meinem Stiefel zog. Ihr habt euch eine Schlange. Entdeckt? Zeit zum Verlaufen. Ja, oh, ein Orkjäger hat dich entdeckt. Weiter rechts. Ach, da oben. Wow. Moin. Okay, Freunde. Tja, Timo. Ich muss weg. Kommt ihr mir jetzt hinterhergelaufen? Tor maximal 50 Meter. Hm? Wow, warte mal. Mach ihn platt. Na, wo ist er denn?
ist tatsächlich ein Banditenlager. Und ein Bogenschütze wartet auch schon hinter dir. Da ist er. Er konnte nicht sehen, wie wir das Ass aus dem Stiefel gezogen haben. Lächerlich. Da ist noch einer. Aber das Duell nehmen wir natürlich gerne an. Da sind noch zwei rote Punkte. Nicht getroffen. Oh, fast tot. Naja, die 20% machen es schon besser. Wo ist er denn? Ach ja, der hat sich... Na, ich weiß. Der schleicht dich. Hinterher. Ach komm. Jagt ihn, bevor er sich verlobt. Ich kann nicht anders, ich muss da jetzt reinlaufen und die platt machen. Richtig? Ja, am besten mit einem Schrei. Oh, wie geht das? Auf Y. Y, ne? Ja. Hallo? Genau gesehen, dass du da hochgelaufen bist. Moment. Das war gar nicht so schlecht. Die laufen echt weg, die haben nichts drauf. Sorry. Tschüss. Ui, hier liegt ganz viel Fleisch. Soll ich das jetzt alles mitnehmen? Nö. Nur irgendwas, was sich lohnt. Okay. Die haben Fleisch, ja, Tatsache. Das war's auch schon mit Fleisch. Ja. Eine Schatztruhe ist bestimmt auch noch irgendwo im Lager. Können wir ja dann jetzt mitnehmen. Ja, machen wir mal, ne? So, hier war noch einer. Aha, Bärenpelze. Na gut. Zack, auf diesen Pfahl gelandet. Fast. Für eine Gebirgskatze natürlich kein Problem. Na klar. So. Naja. Ein wenig über Orks zum Lesen. So. So gedacht ist. Nicht schlecht. Drei. Was ist das denn? Das ist der. Das ist der Skelettschlüssel, ne? Oh Gott, mach den nicht kaputt. Speicher mal vorher. Er geht doch kaputt. Okay. Hast du gespeichert? Ich kann nicht speichern. Dann geh nochmal raus hier. Oh Gott. Dann doch nicht drei, bitte. Kann der denn kaputt gehen? Wahrscheinlich nicht. Ein Festgegenstand, der geht nicht kaputt. Alter, dass wir den benutzen, das ist so dämlich. Oh. Ah, es hätte kein normaler Dietrich ausgehalten. Nee, ich glaube nicht. Oh, Zauberbuch Heilung. Cool. Bin nicht sicher, ob wir genau den Zauber schon haben, aber... Dachte ich auch gerade. Ich dachte eigentlich, wir hätten Heilung, aber... Ich weiß nicht, ob uns das 10 pro Sekunde heilt. Sind da unten, kann man auch noch rein. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt alles erkunden sollen. Wo geht's denn hier weiter? Da hinten irgendwo, ne? Ja. Hinter dem Berg oder so? Ein Orklager. Na gut. Gibt's noch eine Folge Orklager hier? Ein unzerstörbarer Dietrich, eigentlich nicht schlecht. Den Überblick verloren. Hier war nichts, ne? Nö. Hier geht's noch weiter. Hm.
Gegner? Fragezeichen. Nö, ich glaube, es hat sich hier ausgegegnet. Da ist noch eine Luke im Boden. Kann man bestimmt rein. Ach du je, da kann ich rein. Festung Bruchzahn. Ja, müssen wir nicht, oder? Nö. Können wir später machen. Kriegt man bestimmt als Quest, wenn man in der Stadt ist. Da liegt ein Pfeil. Links. Mhm. Eisenpfeil, wer schießt hier noch mit Eisenpfeilen? Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer sowas machen könnte. Nicht runterfallen. So, hier können wir aber, glaube ich, runter. Das ist wahrscheinlich auch Festung Bruchzahn, oder? Ja. Ja. Nochmal Festung Bruchzahn, okay. Na gut. Boah, schade. Ich dachte, wir lernen das jetzt. Ja, dachte ich auch. Ah, Stahlrüstung. Zu schlecht. Ja. Preis-Leistung stimmt einfach nicht. Wir sind auf dem Weg zu einem großen Quest. Da können wir doch nicht hier so mit uns mit sowas aufhalten. Ist noch was, habe ich was verpasst? Hast du noch was gesehen? Nö. Okay. So. Hier gibt's noch Festung Bruchzahn. Und das war's auch schon. Draußen liegen noch zwei, die gucke ich mir nochmal an und dann geht's auch schon weiter. Wo waren die nochmal? Hier liegt einer. Eins. Das war der Bogenschütze. Der hat sogar Gold dabei. Und dann müsste da hinten irgendwo, genau, irgendwo hier oder rechts oder so. Die findet man immer nicht wieder, ne? Da. Stimmt, der Anführer, der hat lange gedauert. Ein Dietrich. Okay. Der hat lange gedauert. Den haben wir länger gebraucht, wollte ich sagen. Okay. Mehr als zwei Schläge ausgehalten. Sehr gut. Okay, guck, werf mal kurz einen Blick auf die Karte, wo wir sind. Ah ja, es ist tatsächlich noch ein ganzes Stück. Was haben wir hier gemacht? Naja. Oh, Bergfest ist gerade, ne? Die Hälfte haben wir. Speicher nochmal. Bevor ein Eistroll kommt und dich überrascht. Gute Idee. Seit wieder Drachen im Himmelsrand sind, kommen die Eistrolle sogar bis in die Wälder. Ziehe keinen Unsinn. Kann nicht sein. So, jetzt müssten wir doch da sein schon. Ja, oh, ist ja jetzt auch auf der Karte alles zu sehen. Auf dem Kompass. Keine roten Punkte, also keine Gefahr. Wir laufen einfach mal hier unten lang. Oh, rote Punkte! Gefahr! Und sie haben dich schon gesehen. Duck dich! Irgendwas gehört. Sie haben dich noch nicht gesehen. Sehr gut. Okay. Da links sind sie irgendwo. Kommen vielleicht sogar um die Ecke. Ne, sie sind verschwunden. Vielleicht sollten wir schleichen. Statthalter der Talmor. Ach, du hast ihn sogar erwischt. Upsi. Oh, der. Das ist der Magier. Wehre dich! Oh, die haben Elfenrüstungen, oder? Oh, Tatsache. Geil! Sehr schön. Können wir gleich mitnehmen. Zaubertränke, Elfenstiefel. Alles ja, eingepackt. Sind das denn auch Elfen? Die sehen mir fast elfisch aus, ja. Ja, schon elf. Wo ist der andere? Der, Nee. Von wo kamen wir denn? Nee, weiter rechts. Guck da, mal auf den Kompass. Und der müsste weiter da vorne jetzt. Da. Ah ja. Steckt sogar noch ein Pfeil drin. Der Eisenpfeil. Zack, zack, zack. Ach, das war eine Frau. Duck dich. Die haben noch hier ihr Lager. Wir müssen es ja nicht provozieren, ne? Okay. Ja, die verarscht uns bestimmt. Kalia verarscht uns bestimmt mega. Ich sag's dir. Dämmergrab, waren wir nicht schon da? Ey, ich check's nicht. Aber das war doch irgendwo in der Nähe von Winterfeste, oder nicht? Nee, in der Nähe von Riften. Um die Ecke, oder nicht? Nee, da war doch der Nachtigallenunterschlupf. Heißt das nicht Dämmergrab? Das gleiche Dämmergrab war das, wo wir mit
mit Mercer hingegangen sind, um Kalia zu finden. Oder wie hieß das? Nee, das war die Schneeschleierzuflucht. Echt? Ich glaube ja. Oh Gott. Wie auch immer. Naja, in der nächsten Folge werden wir dann mal das Dämmergrab betreten. Oder den Pilgerpfad, je nachdem, wo wir jetzt tatsächlich sind. Und dann schauen wir uns da mal genauer um. Wahrscheinlich finden wir ein paar Draugrin. Boah, Batman. Diese leuchtenden Augen, schick, schick. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.